Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Schauen wir mal Half-Life. Teil 12 sind wir jetzt angelangt. Teil 11, ja, was ist in Teil 11 passiert? Wir haben endlich, also wir sind endlich diesen komischen Kampfroboter losgeworden. Ja, der hat einen Stromgenerator kennengelernt und vor lauter Lust hat es den förmlich zerrissen. Das war schön. Und ansonsten haben wir eigentlich, ja, uns hauptsächlich mit dieser futuristischen Geisterbande abgegeben. Das war mehr oder weniger alles, was im Teil 11 passiert ist. Bis zu diesem Ende sind wir gekommen, quasi ein Hinterhalt von der Armee. Und die haben uns bis jetzt richtig, richtig geärgert. Und ja, das haben wir jetzt und da schauen wir, dass wir weiterkommen. Ja, ich komme schon. Hoffen wir, dass wir es diesmal schaffen. Das schaut super aus. Gut, wir können schon das mal abspringen. Okay, das hat wieder nicht funktioniert. Probieren wir es noch einmal. Ich meine, wenn wir es dorthin schaffen würden. Na, okay, so nicht. Kommen da nicht. Ja, super! Das muss doch irgendwie zum Schaffen sein! Pass auf, machen wir es anders. Theoretisch hätte man die Wachbirne. So, das sieht schon mal auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Irgendwer fetzt da schon wieder. Ah, die haben wir nicht erwischt. Na toll, gut zu wissen. Gut, ich speichere noch nicht, weil so besonders war das nicht. Na, sorry, das lade ich nochmal, das gibt's ja nicht. Ja, genau, da erwischt's mich nur. Gut, aber wir können eigentlich auch mit die Bombe zurückwerfen, also so ist ja auch nicht. Der andere kommen eigentlich, ne? Sind jetzt weg? Schaut so aus. Schon mal ein bisschen besser. Die sind jetzt da wirklich weg. Das ist auch gut. Da will ich jetzt einmal speichern. Gut, und jetzt müssen wir hoffen, dass wir das halbwegs gut schaffen. Ja, okay, halbwegs gut.
Ja, ich höre, dass da was ist. Gut, jetzt gehen wir wieder runter, weil theoretisch können wir ja jetzt. So, das haben wir. Ah, ja, da verlieren wir jetzt auch wieder was, weil ich hasse das mit diesem. Ich finde es schade, dass man das nicht unterbrechen kann, weil alle anderen Sachen kann man auch dauernd unterbrechen. Naja, fahren wir mal weiter. Geschützturm. Sorry, dass ich mich nur so langsam vorbewege, aber ja. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Steigen da mal aus. Ja, ist ein cooles Geschütz und alles, aber meine Freunde, die Kakerlaken sind wieder mal da. Target! Das war sicher, genau. Das war nicht der Einzige. Es wird immer unfairer. Da hat sich sicher noch irgendjemand versteckt. Ich glaube, den haben wir erwischt. Aber mit den 16 Lebenspunkten komme ich nicht mehr, weit. Den hat es zerrissen. Ich will nicht speichern, nicht mit 16. Gut schon, bitte kein Hinterhalt. Okay, da ist irgendwas. Oh.
Geheimgang, das kann gut oder schlecht sein. Dann Alien-Moment. Ist wieder perfekte Stelle für Facehacker. Ich sehe einen Erste-Hilfe-Koffer. Ich sehe noch einen. Ich habe da was gehört. Ja. Einer. Gut, okay, sonst geht es schon ein wenig besser. Das ist einmal sehr gut. Naja, es war nicht umsonst, dass wir da runtergegangen sind. Das gefreut mich schon. Ja, auch wenn es jetzt nicht so heldenhaft ist, aber wir speichern sicherheitshalber mal. Ich hab's mir denken können, dass da noch was ist. Okay, gut, das war schön. Will ich darüber hupfen? Nee, da, wenn, dann fahren wir da eh vorbei mit der Lilliputbahn, also. Gut, ich renne jetzt aber das Ganze nicht auf der Schiene zurück, wenn, dann räumen wir das oben zurück. Schauen wir noch nach, ob wir da irgendwas finden. Ich meine, es wird sich anbieten, dass da irgendwas ist, aber ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen. Boah, wir haben Munition gekriegt. Ein Backerl, Magnum-Munition. Zwei Backerl. Okay, gut. Na, das. Ja, aber ich. Wenn die Magnum ist stark, das, da brauchen wir jetzt nicht diskutieren oder was. Das stimmt schon, das finde ich auch cool. Aber man muss auch treffen. Erst dann stimmt das auch mit der Durchschlagskraft. So, da war nix. Ja, da waren wir auf der Seite. Jetzt können wir uns einmal die andere Seite anschauen. Okay, wir hören wieder mal was. Haben uns doch nicht verhört. Gut. Und weiter geht's mit Schrecken und Schmerz. Aber eigentlich hinten, also, da müssen wir jetzt ein Ding danach machen. Aber hinten wäre es doch auch weitergegangen. Sicherheitshalber speichern wir und Vollgas weiter. Da werden wir da einfach nur auf die andere Seite kommen. Das kann natürlich auch sein. Ja, jetzt sind wir da. Entschuldigung, aber ich fahre nochmal alles zurück. Jetzt sind wir gespannt, in welche Richtung fahren wir jetzt eigentlich. Okay, in die Richtung. Passt. Ich möchte noch nachschauen. Ich möchte einfach nichts liegen lassen und mir geht es einfach nicht ganz so gut. Willst du mich veräppeln? Ah, so viel dazu. Das heißt, da hätte man nur von der Seite rüber hüpfen können. Ich meine, ich. Pass auf, gespeichert haben wir eh schon. Wir machen es noch einmal.
sind wir einfach mal da. Ich möchte nicht. Wie gesagt, ist einfach nur schauen, vielleicht gibt es da noch irgendwas. Okay, das sieht gut aus. Ah, das jetzt hier, okay. Das haben wir eh schon gesucht. Und auf jeden Fall kriegen wir Rüstung. Das ist ganz, ganz toll. Dude. Mal speichern und schon. Gut, die geht nicht auf. Okay. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass wir schon dabei sind. Nein, okay. Unzerstörbar. Waffe und zurück geht's. So, aber jetzt schauen wir, dass wir weiterfahren. Bleifuß. Hoffen, dass wir jetzt endlich irgendwann einmal rauskommen. Wobei, da waren wir auch noch nicht. Ah, waren wir schon, okay. Ich weiß, so viele Zwischenstopps. Ah, aber wir können alles gebrauchen, was nicht niedernagelfest ist. So. Okay, da haben wir neue. Jetzt sicher die Special Einheit. Dir entgeht nichts, aber absolut gar nichts. Okay, warte mal. Haben wir eine neue Waffe? Na okay, das hat mir so ausgeschaut. Hätte es sein können. So. Gott, war jetzt auch nicht gerade so überragend. Ja, macht es euch bitte aus. Wieder was. Gut, ist zwar wahrscheinlich eine Verschwendung, aber irgendwie kommt es mir vor, als wenn da hinten irgendein. Eine Falle war, ja. So, heal the world. Okay, jetzt haben wir zum ersten Mal gehört von wegen, dass sie wissen, wer ich bin, was der lädt für Freeman. Okay. What's that stench? Roger that. Let's run like hell. Ja, aber Rennen allein hilft leider nichts. So, wieder jede Menge Magnum-Munition und zum ersten Mal brauchen wir eine erste Hilfe. Das ist schön. Gut, aber wir haben noch immer ein mega Problem da vorne und das Ding heißt Geschützturm. Da kommen wir ja nicht durch. Ja, es ist der Geschützturm.
Ich höre schon wieder auf Viech. Aber wir kommen da nicht drauf. Das müsste genau über mir sein. Okay, gut, wir haben einen Granatwerfer. Dann müssen wir den auch schauen, dass wir den benutzen. Das war echt so dämlich. Echt so dämlich. Bitte, wie viel hält der aus? Vier Granaten hat er braucht. Vier Granaten. Gut. Kaboom. Ist wurscht, wir lassen es einmal. Es ist. Waren eh nur vier Granaten vom Granatwerfer. Gut, wenn ich jetzt darüber hupf. Ich meine, weiß nicht, vielleicht mit Anlauf kommt man da durch. Ja, ich höre Vollidioten auf der Seite, ich höre Vollidioten auf der Seite. Wir können uns da hinten noch. Das war eh das letzte. I'll stay here and guard this area. Bitte bleib da, ja. Das bringt nichts, wenn du mitkommst. Wir probieren es mit Anlauf. Okay, also es bringt nichts, man kommt dort nicht weiter. Zumindest nicht mit dem Wägelchen. Ich möchte auch jetzt nicht unbedingt auf die Schiene drauf fliegen. Ja, okay, da kommen wir auch nicht rein. Surrender Freeman. Wenn es so nett fragt, werde ich aufgeben. Sag jetzt nicht, wir brauchen da einen Duckjump. Wir brauchen einen Duckjump. Ich möchte das Ding da nur haben, danke. Okay. So, da haben wir einen Vorsprung. Aber wie kommen wir da weiter? Macht's auf. Also da drüben ist nichts. Dort drüben ist auch nichts. Gut, da kommen wir nicht rein. Und ich möchte nicht auf die Schienen draufsteigen. Ah, okay. Wow. Kavum. Ja, bitte schießt euch selber nieder. So, den haben wir jetzt wenigstens mal. Nicht schon wieder.
Gut, warte mal. Also wir können da nur rauf und nicht weiter runter. Gut, das heißt, das Ding bleibt uns leider nicht erspart. Ich finde es toll, dass man wirklich die ganze Zeit Munition kriegt, aber immer nur für die Magnum. Es ist eine geile Waffe, will ich auch jetzt nicht bestreiten oder was, aber normalerweise fetzt man da halt eben mit Maschinengewehr und nicht unbedingt mit der Magnum. Gut, so, wir schauen davor vielleicht. Was? Okay, der Sektor gehört wieder den Außerirdischen, oder was? Oder... Ja, es sind Außerirdische, was soll man sagen? Okay, haben wir die wenigstens einmal ein wenig dezimiert, jetzt haben wir uns die Munition und wir schauen auf jeden Fall noch in den nächsten Raum. Auf jeden Fall Dücken. So, wir sind drüber. Ah. Okay, das war auf jeden Fall gut, dass wir uns gedückt haben, weil dadurch tun uns diese Geschütztürme nichts. So, schauen wir mal. Okay, gut. Notiz an mich, wenn ein Geschützturm deaktiviert ist, nicht berühren. Und irgendwer hat da schon wieder auf mich gefeuert. Wer feuert da schon wieder? Hä? Wer hat da geschlatzt? Okay, ich sehe, wir haben es bald wieder erreicht. Bin ich da rein? Ja, ist erwischt. Ich war schneller. Jore dead, Freeman. Und Jore falsch geschrieben. Alter. Fans, wo man hinschaut. Das waren miese Fallen, das gebe ich zu. Sicherheitshalber, bevor ich ankomme. Gut. Wir speicheln und ja, mehr oder weniger sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder angelangt am Ende von Teil 12. Ja, allzu viel Neues ist nicht passiert. Wir sind jetzt von einer futuristischen Geisterbahn zur nächsten futuristischen Geisterbahn umgestiegen und immerhin haben wir ein wenig das Militär ärgern können und halt eben auch die Bestien aus dieser anderen Dimension. Storytechnisch ist jetzt nicht allzu viel weitergegangen. Kann man nichts machen, aber vielleicht ändert sich das Ganze ja in Schauen wir mal Half-Life Teil 13. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben, gell? Tschüss, Baba.